Ihr meint, man hat euch als potenzieller Ritter angenommen. Klar, ja. Okay, da sagt dasselbe. Und dann ist er unfreundlich. Und jagt uns weg. Gucken wir hier rein. Das sieht wie die Küche aus. Und das hier wie die Speisekammer. Ja, tolle Speisekammer. Hier sind Waffen drin. Wie kann ich helfen? Sprecht frei heraus. Na gut. Jaira, du gehst mal hier hin. Wir gucken uns dann mal die Leute in der Haupthalle an. Hier sind nämlich erstmal die drei Anführer des Ordens. Jedenfalls sehen sie so aus. Hier ist noch jemand, mit dem wir reden können, ja. Und hier oben hatten wir ja noch jemanden, mit dem wir reden können. Die Dienerin der Natur ist bereit, aber gerne. Schleuderkugeln, den Ring nehmen wir auch mal mit. Ein paar magische Pfeile und ein paar magische Bolzen. Also das ist eher eine Munitions- und Rüstkammer. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm, dass wir uns da drin bedienen. So, wer bist du? Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Prälat Vessal. Seid beim höchst ehrenwerten Orden des Schreien Herzens willkommen, junge Frau. Ich bin Prälat Vessal. Okay, hier ist ein Schreibfehler irgendwo reingekommen. Wandelt stets auf dem Pfad der Gerechtigkeit, der Ehre und der Pflicht. Wenn das alles ist, möchte ich mich von euch verabschieden. Das war alles. Ich danke euch für eure wertvolle Zeit. Guten Tag. Also ja, der hat uns leider nichts zu sagen, weil wir kein Paladin sind. Wären wir ein Paladin und hätten unser Festungsquest abgeschlossen, dazu komme ich später irgendwann mal, wenn es soweit ist, dann könnten wir hier wohl bei ihm was machen. So, jetzt reden wir erstmal mit Sir Vine. Seid gegrüßt, Talisa. Ich habe schon von euch gehört. Ich möchte euch anbieten, dem höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens einen Dienst zu erweisen. Wollt ihr meinen Vorschlag anhören? Ja, erläutert das. Es ist nicht leicht, ein Paladin zu sein. Viele zerbrechen unter den Anforderungen, die unser Weg an sie stellt und verlassen uns, um Lebenswegen zu folgen, die ihren Talenten besser entsprechen. Mitunter verbiegen sie sich auch, anstatt zu zerbrechen, und verdrehen das Dasein als Paladin. Dann so, dass es ihren eigenen Absichten entspricht. Diejenigen, die das tun, sind schwer auffindbar, aber wenn sie entdeckt werden, werden sie umgehend hinausgeworfen. Ja, also so erschüttert uns alle, dass gute Männer in eine solche Lage kommen. Aber die Saat der Korruption keimt in uns allen. Wir müssen in unserem Kampf dagegen stets wachsam bleiben. Kürzlich wurde einer unserer hochrangigsten Offiziere mit dem Sklavenschmuggel in Verbindung gebracht. Sein Name lautet Anak und obwohl er einst ein Freund war, ist er vom Orden ausgeschlossen worden. Wir dachten, die Sache sei damit erledigt, aber Anak nahm andere mit, als er ging. Er ist ein sehr charismatischer Mann und einige der jüngeren Ritter haben sich von seinen Worten beeinflussen lassen. Er hat also einige eurer Mitglieder gestohlen. Ihren Verlust könnten wir verkraften, aber sie geben sich weiterhin als Paladin aus und missbrauchen unseren guten Namen. Sie erpressen, schmuggeln Sklaven und spucken auf alles, was wir in Ehren halten. Die gefallenen Paladine, wie sie genannt werden, würden jeden aus unserem Orden erkennen und einige fürchten gar den Konflikt mit ehemaligen Freunden, sodass wir in dieser Angelegenheit auf Hilfe von außen angewiesen sind. Was sollen wir tun? Die gefallenen Paladine benötigen immer Krieger, die sie bei ihren gesetzlichen Unternehmungen unterstützen. Wir möchten, dass eure Gruppe sich mit ihnen verbündet, insbesondere mit Anak. Er ist die Schlüsselfigur zu allen anderen. Wenn ihr glaubt, diese Männer seien in Bedrohung, dann tut, was ihr für nötig haltet. Heilhandschuhe wären eine angemessene Belohnung für eine solche Aufgabe, denke ich. Nehmt ihr an? Ja, das tue ich. Ausgezeichnet, wir haben es den Schattendieben zu verdanken, dass Anak ihre Aktivitäten auf das Brückenviertel begrenzt hat. Ich schlage vor, ihr sucht dort. Tom sei mit euch. Gefallen oder nicht, diese Männer sind immer Kameraden von mir. Ich bedauere es sehr, dass ihr Lebensweg sie in eine solche Richtung geführt hat. Dies wird keine angenehme Aufgabe sein. Natürlich. So, jetzt zu euch dreien. Sir Darius. Wir sind alle willkommen, die stark im Glauben sind. Ich bin Sir Donalus, Wächter des Helm. Auch jener dient der
Auch jener dient, der steht, wartet und sorgfältig aufpasst. Ich nehme an, ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Ich bin Zaraf, Wächter des Tür. Dies ist der Weg, enthülle die Wahrheit, bestrafe die Unschuldigen, berichtige das Falsche. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ich bin Sir Mardus, Wächter des Torm. Lernt dem Pfad Torms zu folgen, Suchende. Also ja, die... Das sogenannte Dreierbündnis Helm, Tür, Torm. Helm und Torm sind fast gleich, was die Aufgaben angeht. Also Tür ist der obere Richter, Helm ist der Beschützer, Torm ist der Krieger sozusagen. Ganz grob ausgedrückt. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. So. Das geht mal zu Eri zum Identifizieren. Bolzen plus 1. Kugeln plus 1. So, Pfeile plus 1. Hatte ich nicht irgendwo Pfeile plus 1 schon? Ne, die du auch nicht. Dann sammelst du die mal. Gut. Ach, noch ein paar Feuerpfeile. So. Fragten keine große Herausforderung. Was ist hier? Das ist die Festhalle, also der Essensraum. Da scheint auch nichts wirklich Wichtiges drin zu sein. Das heißt, wir verlassen die Halle jetzt über... Habt ihr einen Plan? ...diesen Eingang. So, die Gruppe sieht eigentlich so aus, als ob sie rasten müsste. Ich könnte also einen kurzen Umweg über die Wolkenpromenade machen, aber das Regierungsviertel ist ja nah genug. Und ich denke auch nicht, dass wir jetzt am helllichten Tag überfallen werden. Das wäre nämlich jetzt sehr witzig. Nee. Oh, die Lüfte der Heimat zu spüren. Mein letzter Besuch liegt schon so lange zurück. Heimat? Aber ich dachte, dass ihr eure Quartiere beim Strahlenden Herzen habt. Ich wusste nicht, dass ihr hier aufgewachsen seid, Kaedon. Welches Haus war das eure? Ja, sehr bewegt. Komm, wir haben keine Zeit, Kindheitserinnerungen nachzujagen. Welches Haus war das eure? Ich wurde in Esmeltaran geboren, aber Al-Katla war lange Zeit mein Zuhause. Meine Aufgabe, die ich für die Kirche zu erledigen habe, hält mich oft fern, aber mein Gut befindet sich in diesem Bezirk, wie auch meine Frau und meine Töchter. Würdet ihr gerne mitkommen? Ich könnte euch bekannt machen. Das wäre nett. Gut, ich werde euch darauf aufmerksam machen, wenn wir dann vorbeiziehen. Wie es schon gesagt, es ist schon viel zu lange her, dass ich durch diese Straßen zog. Erzählt mir mehr davon. Ja, wer kann hier eigentlich noch irgendwas tragen? Hauptsächlich Yahira. Und ich vergesse drauf, wir können ja Ringe und so weiter. Heldentränke, die können mal zu Minsk. So, damit bist du voll. Schon mal. Eric kann noch ein bisschen was tragen. Hier. Ja. Ich warte. Keine große Herausforderung. Gut. Hier scheint es mehrere Orte zu geben wieder. Zum Glück haben wir eine Karte. Da und da ist ein Ausgang aus dem Viertel. Anwesen. Also zwei Anwesen sind hier. Hier ist noch ein Anwesen. Das ist der Rat der Sechs. Also das Konzil. Das Gefängnis. Da ist das Anwesen von Kaedon. Ein Waukentempel und zwei Anwesen. Okay. Gucken wir erstmal in die Anwesen rein. Wenn es geht. Ja, geht sogar. Was liegt denn hier im Wasser? Nichts, okay.
Das ist verschlossen. Und ja, hier sind reiche Leute. Also hier wohnen reiche Leute. Werde ich. Ich versuche immer mein Bestes. Und vor reichen Leuten haben wir jetzt nicht so die Scheu, mal zu gucken, was sie so haben. Und das ist halt das Problem mit Nalia. Sie kann keine Schlösser ordentlich knacken. Weswegen ich irgendwann Yoshimo wieder nehme. Weil sonst haben wir keinen anständigen Schurken. So, da ist verschlossen. In verschlossene Sachen brechen wir auch erst ein, wenn wir Yoshimo wieder dabei haben. Das hier sieht wie das Gefängnis aus. Zur Seite, Bürger, obwohl. Nee, das ist der Waukentempel. Der wird aber gut bewacht, du. Natürlich. Das ist ein Waukentempel, ja. Was bietet dieser Tempel denn für Dienste an? Ich nehme an, ihr seid hier, um willkommen. Dieser Altar ist Waukengeweide, Seherin der Münzen. Sie ist die gütige auf alle herablächelt, die handeln. Gibt es etwas, das ich für euch tun könnte? Sie, die gütig auf alle herabrechtelt, die handeln. Ah ja. Ich dachte, Wauken wäre tot. Wie könnt ihr sie immer noch anbeten? Mein Kind, Wauken ist nicht tot. Sie wird vermisst. Lyra, die Göttin der Freude, gewährt ihren Anhängern während ihrer Abwesenheit Macht, momentan zumindest. Einige haben unsere Herrin verlassen, um Shandaka anzubeten, die Göttin der Karawanen. Und auch einige andere. Aber es gibt trotzdem noch viele, die geduldig auf ihre Rückkehr warten. Fest im Glauben. Wauken ist Amts Schutzheilige und wenn sie zurückkehrt, werden alle Krankheiten, die uns befallen haben, vergehen. Ihr werdet schon sehen. Ich habe den Handel nie als etwas angesehen, das man behandelt. Ja. Wie auch immer. Ich bin sicher, es gibt viele, die so denken wie ihr, mein Kind. Wie erklärt ihr euch dann den Wohlstand durch den ganzen Handel, der in den Reichen betrieben wird? Wunderbare Städte wurden errichtet, verschiedene Kulturen fangen an miteinander zu kommunizieren, alles wegen des Handels. Ohne ihn würden wir immer noch in Höhlen leben. Für viele, die Handel betreiben, gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt. Unter Wauken's Schirmherrschaft werden Vermögen gewonnen und wieder verloren. Ja. Ich habe Handel nie als etwas angesehen, das man anbieten könnte, so war der Spruch. Zeigt mal, was ihr mir habt. Natürlich, die Anhänger Wauken sind immer bereit zu dienen. Zu einem fairen und ehrlichen Preis, versteht sich. Ganz ehrlich, ich spende mal ein bisschen was. Da kann ich nämlich unseren Ruf verbessern. Und wir erfahren wieder etwas über die Diebesgilde, die mit den Schattendiebeln anbändelt. So, die haben Heiltränke. Ring der Tierfreundschaft, der ist sogar nicht mal teuer, aber bringt nicht viel. Tiere bezaubern. Besondere Fähigkeit. Tier bezaubern, wenn sein Rettungswurf nicht schafft. Das wäre eigentlich was für Yahira, aber Ich warte auf eure. Weil sie kann sich nur in Tiere verwandeln. Minz kann Tiere bezaubern. Teuer wäre der Ring nicht mal, aber euer Wunsch ist mein Weg. Für was brauchen wir sowas? Keine große Herausforderung. Hier sind Scheiterhaufen vor dem Gefängnis. Seid mir gegrüßt, ich heiße euch willkommen. Orpheus Keldon, erfreut euch zu sehen, Herr. Ich habe gerade Leona in eurem Anwesen abgeliefert. Ist eben so, ich gehe davon aus, dass ihr unter euch doch weiterhin gut voranschreitet. Das ist gut zu wissen. Was ist mit euch? Mit euch. Wusstet ihr, dass Adkatla eine der wohlhabendsten Städte der Welt ist? Nun, durch unsere Kolonien in Maztika fließt mehr Gold durch die Stadt des Geldes als irgendwo sonst im Osten. Okay. Hier scheint was los zu sein.